Hallo ihr Lieben, nachdem es das letzte Mal zwei Bücher gab in meinen letzten zwei Videos, die mir nicht so gut gefallen haben, gibt es heute zwei Bücher, die ich absolut feiere und die ich so unglaublich gut finde. Auch wenn das erste Buch, was ich euch jetzt zeige, ein paar Schwächen hat und nicht ganz perfekt ist, fand ich es einfach noch richtig, richtig gut. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Bird and Sword von Amy Harmon. Ich habe dieses Buch, genau wie das zweite auch, netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Verlag. Ich habe mich so gefreut über diese zwei Bücher. Und ja, ich habe die beiden Bücher auch jeweils innerhalb von zwei Tagen gelesen. Also ich habe einen Tag früh angefangen und war nächsten Tag nachmittags fertig. Habe zwischendurch natürlich Lesepausen gemacht, aber ja, beide Bücher total verschlungen und total in mich eingesaugt. Und beide Bücher waren wirklich richtig gut. Und ja, wie gesagt, das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist Bird and Sword. In diesem Buch geht es um Lark. Und in der Welt, in der Lark lebt, ist es so, dass es normale Menschen gibt und Menschen mit Gaben. Diese Gaben äußern sich unterschiedlich. Es gibt Wandler, das sind halt Menschen, die sich in andere Wesen verwandeln können, also in Tiere. Dann gibt es dort die Heiler, die andere heilen können natürlich. Und dann gibt es die Weissager und das ist Lark. Und die Weissager können die Zukunft vorhersehen und mit Worten jonglieren. Also die Gabe ist bei jedem unterschiedlich stark ausgeprägt. Bei Lark ist die Gabe, was ihre Wörter betrifft und das Verwünschen quasi mit diesen Wörtern sehr, sehr stark. Und so lehrt ihre Mutter sie schon als kleines Kind mit den Wörtern umzugehen und bringt ihr halt alles bei, was sie weiß. Der Haken an der Sache ist, dass die Magie im Königreich Hieru verboten ist und jeder, der mit einer Gabe gekennzeichnet ist und erwischt wird, wird getötet. Und so verheimlicht Larks Mutter ihre Gabe und natürlich auch die von Lark. Und eines Tages kommt der König des Landes in quasi diesem Burghof, in diesem, ich weiß gerade nicht, in dieser Grafschaft, nennt man das Grafschaft, vorbei, wo Larks Vater und ihre Mutter und sie halt wohnen. Und Larks Vater ist der Lord dieser Grafschaft. Und ja, der König kommt vorbei auf einen Besuch und da kommt es zu einem Unfall. Und es kommt halt heraus, dass Larks Mutter Gaben hat und wird vom König getötet. Und mit ihrem letzten Atemzug spricht sie ein paar Flüche aus. Und ja, was das genau für Flüche sind, möchte ich euch jetzt nicht alles verraten. Ich kann euch nur sagen, dass sie Lark quasi dazu zwingt, nicht mehr zu sprechen und ihre Worte für sich zu behalten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, damit sie halt mit ihrer Gabe nicht mehr umgehen kann und damit sie halt geschützt wird. Und die Geschichte beginnt dann einige Jahre später. Lark ist inzwischen 21 Jahre alt und erwachsen und halt stumm. Und Lark kam mit ihrem besten Freund Bujani kommunizieren auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Er versteht sie. Und ja, Lark lebt da halt ein sehr tristes und einsames Leben. Und sie wird halt von ihrem Vater auch sehr, sehr klein gehalten. Sie darf halt nicht weit weggehen. Eigentlich darf sie das Schloss gar nicht verlassen. Und sie schleicht sich nachts immer raus. Und ja, sie tut dort in einem goldenen Käfig quasi leben. Und hat halt dadurch ein nicht so tolles Leben. Und eines Tages kommt der König wieder vorbei. Und zwar der neue König, der Sohn des alten Königs, der ihre Mutter getötet hat. Und ja, er kommt vorbei und hat ein Anliegen, denn Larks Vater hat sich ihm widersetzt und keine Männer für den Krieg gestellt. Und bis er das nicht nachgeholt hat, nimmt er Lark mit als Pfand. Und was Lark dann alles bei diesem König erlebt, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ja, die Frage ist halt immer noch, was ist mit ihrer Gabe? Wird sie irgendwann wieder sprechen können? Und was hat der König jetzt mit ihr vor? Und ja, was hat es mit diesen ganzen Flüchen noch auf sich, die ihre Mutter damals ausgesprochen hat? Und ich fand einfach den Ansatz in dieser Geschichte richtig, richtig gut. Mir hat es gefallen. Ich fand die Idee hinter dieser Geschichte so toll. Und es war einfach mal was anderes und was Erfrischendes. Und dass man eine stumme Protagonistin hat, hat mir auch so gut gefallen. Wie immer komme ich als allererstes erstmal zur Handlung. Und zur Handlung muss ich sagen, die war einfach großartig. Von der ersten Seite an hat mich dieses Buch gefesselt, bis hin zur letzten Seite, die letzten 100 Seiten. Ich hatte Angst, die letzten 100 Seiten zu lesen. Ich habe Sina eine Sprachnachricht geschickt. Sag, Sina, ich traue mich nicht, ich will nicht lesen, ich habe Angst vor dem, was passiert. Und ja, also das war einfach von der Handlung her, hat es mich komplett mitgenommen und abgeholt und es war einfach so gut. Es war einfach so unglaublich gut und ja, also ganz, ganz tolle Handlung, ganz, ganz tolle Erzählweise. Die Spannung hier in diesem Buch ist immer wieder hochgekommen und die ist gehalten worden und es sind ganz, ganz viele Plot-Twists in diesem Buch gewesen. Einige hat man natürlich kommen sehen, einige waren aber auch total überraschend. Gerade zum Ende hin dachte ich so, what? Oh mein Gott. Gott, okay, wie krass ist das denn bitte? Und ja, also es war einfach ganz, ganz toll, dieses Buch zu lesen und mit Lark die Geschichte quasi zu erleben. Und
Ja, ich fand es von der Handlung her einfach großartig. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, mochte ich Lark als Protagonistin auch sehr. Ich mochte Tiras als Nebencharakter total. Tiras ist der neue König quasi des Landes. Ich mochte Bujani. Ich fand den Freund von Tiras, er ist mir gerade vom Namen her entfallen. Moment. Wie hieß er denn? Kiel? Kiel hieß er. Kiel, ja, Kiel. Und den mochte ich auch total. Und ich fand allgemein die Charaktere richtig gut. Das Einzige, was ich hier zu meckern habe, ist, dass Bujani als schon ja engster Vertrauter von Lark hier ein bisschen blass war. Also ich hätte mir hier gern mehr über ihn gewünscht. Ich hätte ihn mir mehr in diesem Buch gewünscht. Ich fand auch bei Lark waren manche Sachen und manche Handlungsweisen nicht nachvollziehbar. Sie hat sich im Buch ja schon entwickelt, aber trotzdem war sie immer sehr unsicher und sehr zurückgenommen und sehr wo sie eigentlich schon hätte gar nicht mehr so sein müssen, weil eigentlich alles geklärt war. Und ja, das sind so Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Also diese Zurückhaltung bei Lark und dieses, ich habe Angst vor allem und jeden und da hätte ich mir schon gewünscht, dass sie sich noch ein bisschen mehr entwickelt, wie sie es getan hat und ihre Ängstlichkeit und ihre, wie nennt man das, Unsicherheit überwunden hätte. Und wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr von Bujani gewünscht, diesem Zwerg, ihrem Freund. Und auch von Kiel hätte ich mir gern ein bisschen mehr gewünscht. Denn es gibt einen zweiten Teil zu diesem Buch auf jeden Fall. Und der zweite Teil handelt dann von Kiel. Deswegen hätte ich mir hier schon ein bisschen mehr von Kiel noch gewünscht. Und ja, aber ansonsten mochte ich die Charaktere. Ich fand Tiras einfach richtig gut. Auch wenn er am Anfang schon wirklich ein bisschen schon Arschloch war. Also anders kann ich es jetzt nicht sagen. Er hat sie irgendwie nie richtig informiert und hat irgendwie die Hälfte nur für ihr verschwiegen und hat sie dann auch teilweise dumm sterben lassen, einfach ohne ihr irgendwann was zu erzählen. Und dann braucht man sich teilweise auch nicht wundern, dass sie sich so verhält und so unsicher ist. Aber ja, er entwickelte sich dann in der Geschichte dann natürlich auch weiter und ab diesen einen Punkt in diesem Buch war einfach alles schön und ich dachte mir so, oh, es ist so schön. Und dann kamen die letzten 100 Seiten und ich dachte mir so, ich habe Angst. Ja. Wenn ihr jetzt wissen wollt, warum ich Angst hatte, müsst ihr dieses Buch lesen. Es war wirklich gut. Also Charaktere, wie gesagt, das hat mich einfach ein bisschen gestört, dass halt bei Kiel und Bujani da halt so ein bisschen was an gefehlt hat und halt Larks Unsicherheit. Was das Setting und Worldbuilding betrifft, finde ich es schade, dass die Welt nur so angerissen wurde. Also ich hätte mir hier schon gewünscht, dass die Welt ein bisschen mehr beschrieben worden wäre. Das, was bei Kuss der Lüge zu viel war, war hier zu wenig. Da hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr gewünscht. Also ich fand die Welt, also man kann sie sich auch schon vorstellen, also es ist auch vorne wieder eine Karte drinne von der Welt und man kann sich diese Welt schon vorstellen, aber ich finde, es ist halt nur so grob dargestellt. Also ich hätte mir schon ein paar Details mehr dazu gewünscht. Ne, man kann es mir aber auch nie recht machen. Erst meckere ich zu viel, jetzt jammer ich rum, es ist zu wenig. Nein, also es war schon okay, aber so ein bisschen mehr, dass ich mir die Welt noch so ein bisschen schöner hätte bauen können in meinem Kopf, wäre nicht verkehrt gewesen. Aber es war okay. Also es war im Großen und Ganzen war es wirklich okay. Man konnte sich die Welt auf jeden Fall vorstellen, aber ich persönlich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht. Und ja, was eigentlich nur wieder für das Buch spricht, wenn man mehr erfahren möchte von einer Welt. Zum Schreibstil kann ich nur sagen, dass der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und ich fand es richtig toll, dass hier vorne im Buch, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal erwähnen, eine, wie heißt es denn? Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das heißt, eine Agenda ist über die Aussprache der Namen in diesem Buch. Das heißt, hier vorne stehen die Namen drinne, wie Bujani. Also Bujani wird eigentlich Bojoni geschrieben, aber man weiß dann durch diese Aussprache hier vorne, dass es Bujani heißt. Und das finde ich richtig gut. Endlich mal jemand da mitgedacht hat und ich muss mir nicht hier x-mal überlegen, wie ich diesen Namen ausspreche. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten hat mir der Schreibstil auch richtig gut gefallen. Ich fand die Ausdrucksweise in diesem Buch ganz, ganz toll. Das ist jetzt nicht so ein einfacher Jugendbuch-Schreibstil. Also ich würde dieses Buch jetzt auch nicht Richtung Jugendbuch einordnen, auch wenn es schon jüngere Leute lesen können. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist von der ganzen Aufmachung und von der ganzen Art her würde ich es einfach jetzt es nicht ins Jugendbuch-Genre stecken, aber man kann es schon mit 14 Jahren lesen. Also ich finde das jetzt nicht, dass das jetzt nicht für Jugendliche ist, aber ich finde es halt von der ganzen Aufmachung her
nicht Richtung Jugendbuchgenre. Wisst ihr, was ich meine? Naja, egal. Auf jeden Fall kommen wir mal zurück zum Schreibstil. Fand ich den Schreibstil richtig gut. Also wie gesagt, ich mochte die Ausdrucksweise total. Die war nicht so einfach und schlicht. Da war schon ein bisschen was da dahinter. Und es war halt auch eine mittelalterliche Sprache. Also es wurde schon darauf geachtet, dass man hier die richtige Ausdrucksweise hat. Jetzt hier nicht wie bei Die Legende der vier Königreiche, was ich ja letztens gelesen habe, wo einfach mal das Wort T-Shirt gefallen ist. Was mir jetzt gerade noch so im Kopf ist. Und da waren auch noch so ein paar andere Sachen, wo du sagst, so, das kann es in dieser Welt eigentlich nicht geben. Und hier ist sowas gar nicht. Und ich finde, hier ist schon die Ausdrucksweise und die Art, wie das Ganze erzählt wird, schon passend zum High-Fantasy-Genre und schon sehr mittelalterlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie extrem mittelalterlich alles, aber ich finde, man hat hier schon sehr darauf geachtet, dass das halt auch alles so im Großen und Ganzen zusammenpasst, und das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand die Spannung toll, die dieser Schreibstil vermittelt hat. Ich fand den Schreibstil teilweise auch sehr romantisch, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, konnte mich auf jeden Fall voll und ganz überzeugen. Also ich fand die ganze Art, wie dieses Buch erzählt wurde, richtig gut, war auf jeden Fall voll mein Geschmack. Was ich noch ein bisschen schade fand, ist, was mir gerade noch einfällt, ist, dass die Liebesgeschichte in diesem Buch so ein bisschen hinten ansteht. Also es ist... Ich glaube, es ist eigentlich schon gewollt gewesen, dass die Liebesgeschichte so vordergründiger ist, aber irgendwie steht sie trotzdem immer hinten an. Gerade durch die Unsicherheit von Lark und allem, was da so noch drum und dran gewesen ist, kam das nie richtig auf den Punkt. Und das fand ich so ein bisschen schade. Da hätte ich mir gern mehr gewünscht, also mehr in diese Richtung, was die Liebesgeschichte betrifft. Also ihr wisst, ich bin ein Mädchen, ich liebe Liebesgeschichten, und von mir aus kann das Buch immer eine Liebesgeschichte haben. Muss jetzt nicht, aber kann eigentlich immer eine Liebesgeschichte haben, die auch gerne im Vordergrund steht. Mein Fazit zu diesem Buch ist, dass ich es einfach nur großartig fand. Es hat mich beim Lesen komplett gefesselt, es hat mich abgeholt, ich war einfach komplett in der Geschichte drin, und das ist das, was für mich ein Buch ausmacht. Auch wenn ich was zu meckern habe und nicht alles perfekt ist, liebe ich dieses Buch trotzdem und ich feiere es und ich lege es euch ans Herz, dieses Buch zu lesen. Es ist so, so toll und I love it, I love it, I love it. Lest dieses Buch, es ist so gut. Auf das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, habe ich mich schon so, so dolle gefreut, denn ich habe den ersten Teil gelesen und habe den so gefeiert. Der erste Teil war so unglaublich witzig und toll und grandios, und ja, ich habe mich umso mehr auf den zweiten Teil gefreut und war jetzt so happy, dass ich das Buch auch vom Verlag bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Und zwar habe ich gelesen Der letzte erste Kuss von Bianca Josiboni. Ich muss hier mal wieder die Gesichter zuhalten, sonst fokussiert meine Kamera das Buch und nicht mich. Doof, aber kann man nicht ändern. Ich fand dieses Buch einfach nur großartig. Die Geschichte von Elle und Luke ist eine Geschichte, wie sie jedem passieren kann, und sowas mag ich ja. Ich mag ja Geschichten, die realistisch sind, die mir passieren könnte, die meiner Freundin passieren könnte, die meinem besten Freund passieren könnte. Solche Geschichten mag ich ja total. So Geschichten aus dem Leben, und das war die Geschichte von Elle und Luke, und deswegen war ich einfach auch so gefesselt von dieser Geschichte. Und in diesem Buch geht es um Elle und um Luke. Und man liest in diesem Buch auch aus der Sicht von beiden, bevor ich das wieder vergesse, irgendwo zu erwähnen. Man liest aus der Sicht von beiden, was ich auch richtig gut fand. Und Elle und Luke sind beste Freunde, seitdem sie aufs College gehen. Und die beiden haben einen Deal. Also die beiden haben erstmal zum einen den Deal, dass keiner was mit den Freunden des anderen anfängt. Und vor allen Dingen, dass sie nichts miteinander anfangen. Und jetzt ist es natürlich so, dass aufgrund Verkettung unglückliche Ereignisse Elle in einer ziemlich blöden Situation steckt, und Luke, bester Freund wie er ist, rettet sie quasi aus dieser Situation und steht ihr dabei. Und es kommt, wie es kommen muss, und die beiden küssen sich. Und nach diesem Kuss ist irgendwie alles anders wie zuvor, aber irgendwie auch nicht. Und dann geht es in diesem Buch herauszufinden, ob beste Freunde auch mehr sein können als beste Freunde oder halt auch nicht. Und ob eine Freundschaft so einen Kuss auch aushält. Und mehr gibt es zum Inhalt eigentlich auch nicht zu sagen. Möchte ich jetzt zum Inhalt nicht zu viel verraten, deswegen sage ich jetzt auch gar nicht mehr. Dieses Buch spricht einfach für sich. Also ich fand es einfach ganz, ganz toll. Und Elle und Luke sind einfach ein ganz, ganz tolles Paar. Ich kann zur Handlung nur sagen, dass ich sie unglaublich mochte. Und ich fand die Entwicklung in der Geschichte richtig gut. Und ich fand auch Luke einfach so toll. Luke ist ein Kerl, den möchte man zu Hause haben, ehrlich. Der ist so toll. Und der passt auch mit Elle so gut zusammen. Die Dynamik zwischen den beiden war einfach richtig gut in dieser Geschichte. Und
Ich fand es einfach so toll. Es war so schön. Es war so schön. Ich war eigentlich traurig, dass ich es innerhalb von 2 Tagen gelesen habe, denn es war dann schon wieder vorbei. Aber man will ja auch wissen, wie es ausgeht. Und Bianca hat ja letztens auf ihrer Instagram-Seite gepostet, dass es im dritten Teil um Tate und Trevor gehen wird. Und ich freue mich jetzt schon so auf die Geschichte von Tate und Trevor. Ne? Tate und Trevor kommen auch hier schon relativ oft mit drin vor. Und sie werden TNT genannt, wegen dem, was zwischen den beiden immer so los ist. Und ich freue mich schon so auf die Geschichte, die wird bestimmt auch richtig gut. Ich finde ja allgemein, Bianca schreibt ganz, ganz tolle Geschichten. Ich fand ja auch die Geschichte von Dylan und Emery einfach nur so gut und so witzig. Allein dieses erste Kapitel bei der letzte erste Blick, ich habe so gelacht. Und ja, dieses Buch hier ist jetzt nicht ganz so witzig und nicht ganz so auf den Humor auch ausgelegt wie bei den anderen beiden. Das ist aber völlig okay. Es wäre ja auch langweilig, wenn jedes Pärchen so ihre Späße miteinander hätte. Aber natürlich sind Dylan und Emery hier auch wieder mit vertreten in dieser Geschichte. Und die beiden necken sich immer noch, nach wie vor. Und die spielen sich immer noch Streiche. Und das hat mir auch richtig gut gefallen. Ich kann zur Handlung nur sagen, dass ich die Geschichte richtig, richtig mochte. Ich mochte, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich mochte auch, wie sich Elle in dieser Geschichte entwickelt hat. Sie findet schon in diesem Buch ein Stück weit zu sich selbst und findet halt raus, was sie in ihrem Leben braucht und was nicht. Und das fand ich richtig gut. Und ja, ich kann zur Handlung nur sagen, top, fand ich mega gut. Und was ich auch richtig gefeiert habe, in diesem Buch kommen Kelly und Keith von Was auch immer geschieht mit drin vor. Wer Was auch immer geschieht gelesen hat, kennt Kelly und Keith und die beiden sind auch so toll. Und ja, die beiden kommen hier mit drin vor und wieso, weshalb, warum verrate ich euch nicht, aber ich fand das mega cool. Ich finde das so cool, dass die New Adult Geschichten von Bianca alle irgendwie zusammenhängen und ja, auch die Promises of Forever Reihe hängt ja mit dem letzten ersten Blick zusammen. Das fand ich auch schon richtig gut und jetzt hier diese Begegnung von Kelly und Keith fand ich einfach nur toll. So gefeiert, ich fand das so mega. Ich habe das gelesen und denke so, Kelly und Keith? Und denke, hä? Was auch immer geschieht, rausgeholt, geguckt, Kelly und Keith. Ich denke so, oh mein Gott, das sind die beiden, wie cool ist das denn? Ich finde ja sowas mega cool. Ich liebe solche Crossover oder wie auch immer man das nennt, aber ja, mochte ich total. Was die Charaktere betrifft, war ich komplett bei Elle. Von der ersten Seite an, ich war komplett bei Elle. Ich war aber auch bei Luke. Ich konnte Luke auch verstehen, ich konnte seine Handlungsweisen verstehen, ich konnte die Zweifel verstehen. Ich war komplett bei den Charakteren und das schafft Bianca eigentlich immer wieder, dass sie mich, was die Charaktere betrifft, total abholt. Ich bin in den Situationen und lese aus der Sicht von Elle und denke mir so, boah, nein, das kann doch nicht sein, die arme Elle. Und dann lese ich 3 Kapitel weiter und lese aus der Sicht von Luke und denke mir so, oh mein Gott, der arme Luke, obwohl ich in 2 Kapitel vorher noch verflucht habe. Und ja, also das schafft Bianca bei mir jedes Mal, mich, was die Charaktere betrifft, total abzuholen. Und ja, das fand ich auch hier wieder richtig gut. Und natürlich auch die Nebencharaktere waren wieder der Oberhammer. Jetzt fange ich wieder mit dem Oberhammer an. Also die Charaktere, auch die Nebencharaktere waren ein Träumchen. Die waren auch richtig gut. Ich mochte sie allesamt. Wie gesagt, ich bin auf TNT total gespannt, was im dritten Teil hier abgeht. Und ja, ich habe auch noch so eine Vermutung, was noch eine andere Pärchenkonstellation betrifft, die ich total feiern würde, wenn die beiden auch noch ihre eigene Geschichte kriegen würden. Die würde ich mega feiern. Aber das weiß ich noch nicht. Wir werden sehen, ob die beiden noch ihre Geschichte kriegen. Ich würde es auf jeden Fall mega feiern. Ich glaube das gar nicht, wie sehr ich das feiern würde. Ich sage jetzt hier keine Namen und ich sage jetzt hier auch nicht wen. Aber wenn ihr das Buch schon gelesen habt, wisst ihr vielleicht, wen ich meine. Ja, ansonsten kann ich zu den Charakteren auch nichts weiter sagen, außer dass die richtig gut sind. Ich, wie gesagt, war komplett bei den Charakteren. Die sind für mich ein Traum, ein Traum, ein Traum. Was das Setting betrifft, fand ich es auch wieder richtig gut. Wir befinden uns hier wieder auf der gleichen Uni wie bei der letzte erste Blick. Ich vergesse immer, wo diese Uni ist. Ich glaube, irgendwo in West Virginia. Ich vergesse auch immer diese Stadt. Ich kann mir bei Adult-Geschichten nie Städte und Unis merken. Ich verstehe das immer nicht. Also ansonsten merke ich mir alles, aber das geht irgendwie nicht rein in meinen Kopf. Auf jeden Fall befinden wir uns hier wieder am gleichen Campus wie bei der letzte erste Kuss. Ich mochte die Beschreibungen wieder von diesem Campus. Ich fand die Umschreibungen der Szenen wieder richtig gut. Ich konnte mir das alles richtig gut vorstellen und Milo kratzt sich. Bist du jetzt fertig? Okay, ich hoffe, er ist jetzt fertig. Ja, ich konnte mir das halt alles wieder richtig gut vorstellen und ich mochte das Ganze total. Ich mochte das Feeling auch in diesem Buch, was Bianca erzeugt hat und ja, das schafft sie bei mir immer wieder, dass ich ein ganz, ganz tolles Gefühl habe, auch beim Lesen und dass es mir Spaß macht, einfach in diese Geschichten einzutauchen und ja, das
schafft sie halt mit ihrem wundervollen Schreibstil. Und das war doch eine gute Überleitung, oder? Der Schreibstil von Bianca, ne, ihr wisst, ich liebe ihn. Er ist so romantisch, er ist so gefühlvoll und er ist einfach perfekt für New Adult-Geschichten. Und ich liebe diesen Schreibstil einfach. Und ich kann bei ihr einfach mich wirklich in diese Geschichte fallen lassen. Ich kann in dieses Buch eintauchen und ich bin dann wirklich Outer Space, wenn ich ihre Bücher lese. Und es war einfach ein so tolles Buch. Milo, hörst du jetzt bitte auf damit? Und es war einfach eine so tolle Geschichte und ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Ihr müsstet Der letzte erste Blick nicht im Vorfeld gelesen haben unbedingt. Man kann es natürlich vorher noch lesen. Es ist sehr zu empfehlen, vorher Der letzte erste Blick zu lesen, denn dieses Buch war auch wirklich unglaublich gut. Und ich kann euch Der letzte erste Kuss von Bianca Iosivoni wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte und ich freue mich jetzt schon so auf den dritten Teil. Und ja, ich liebe dieses Buch. Meine zwei zuletzt gelesenen Bücher. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ich streichle jetzt noch ein bisschen diese Schätzchen hier. Die sind wirklich so toll, die Bücher. Ihr müsst die lesen. Echt, ohne Scheiß. Ihr müsst diese Bücher lesen. Und sie sind einfach gut. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil es Rätsel-Exemplare sind. Nein, diese Bücher sind wirklich einfach unglaublich gut. Lest diese Bücher. So, und jetzt höre ich auf zu reden. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.